Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal ein Get Ready With Me, weil wir gleich zum Essen eingeladen sind und ich mich vorher ein bisschen hübsch machen wollte. Und ja, da habe ich gedacht, ich kann euch einfach mal mitnehmen. Ich habe mir hier nebendran einen Spiegel hingestellt, um ja, das besser zu sehen, was ich da tue, damit ich nicht ganz wie ein Clown aussehe. Also wundert euch nicht, wenn ich so ein bisschen zur Seite gucke. Und ich habe, ja, ich ziehe mich auch gleich nochmal um und an und habe mir hier jetzt mal alle möglichen Schminksachen zur Seite gelegt, die ich gleich benutzen möchte. Ach, guck mal. Ohrringe habe ich auch wieder gefunden. Das ist ja schön. Ich habe meine Schminksachen, also die ich häufig benutze, habe ich in meinem wunderschönen Piepstudio Beutel. Ich habe auch dieses Ding noch dran gelassen, weil ich das einfach schön finde. Genau, und da habe ich halt meine ganzen Sachen dann immer so drin. Ich habe die jetzt alle mal so vor mir ausgebreitet. Erzähle euch auch vielleicht so ein bisschen, was ich hier für Produkte benutze. Und ja, fange einfach mal an mit meinem Concealer. Da habe ich von Catrice den Liquid Camouflage High Coverage Concealer in der Farbe 010 Porcelain. Ich kann euch, wenn ihr wollt, gerne die Produkte auch in der Infobox verlinken. Und ich mache das immer so ein bisschen frei Schnauze. Ich habe schon öfter mal... das sieht fancy aus. Ich habe mir schon öfter mal Videos angeguckt von Menschen, die das ganz professionell machen. Aber in meinem Gesicht, ja... Das ist irgendwie dann immer nicht so geil. Ich habe es übrigens auch hier halt auf die Augenlider gemacht, wie ich gemerkt habe, ein bisschen viel. Ich nehme das quasi als Lidschattenbase. Und hier habe ich halt einfach nur ein kleines Dreieck gemacht. Ich möchte kein Make-up im ganzen Gesicht haben, aber unterm Auge so ein bisschen was abdecken. Wobei, vielleicht sollte ich eher an meinem Kinn was abdecken. Kann man das mal machen? Naja, das sieht ja auch dumm aus. Das lassen wir lieber. Genau, und dann nehme ich hier halt diesen Äumel und arbeite das hier alles so ein bisschen ein. Und ich finde das immer ganz geil, wie hell mein Auge dann aussieht. Ja, ich tupfe das so ein bisschen ein und dann verschmiere ich das aber auch ein bisschen. Also nur tupfen, das dauert mir hier alles zu lange. Genau. Und ja, wir sind gleich zum Essen eingeladen mit der Familie und ein paar Bekannten. Und wir gehen zum, das ist kein Grieche, sondern mehr so ein, wow, das sieht ja aus wie ein Zombie. In dem Spiegel sieht das gar nicht so schlimm aus. Ich weiß gar nicht genau, was das für einer ist. Ich komme nicht drauf. Es ist aber so ähnlich wie griechisches Essen. Also auch super, super lecker. Als Lidschatten nehme ich hier aus der Wet n Wild Palette, nämlich diesen Farbton hier. Ich habe leider keine Ahnung, wie der heißt. Das ist auf jeden Fall die E736 Petal Pasha Palette. Kein Mensch weiß das. Und ich benutze immer meinen... Wo ist er denn? Jetzt wollte ich hier voll die Werbung für ihn machen. Und er ist gar nicht da. Meinen Lidschattenpinsel von Zoeva. Das ist die 234. Den liebe ich über alles. Genau. Und dann schmiere ich mir hier einfach so ein bisschen aufs komplette bewegliche Lid. Mache ich das immer. Schmiere ich mir den Lidschatten da drauf. Ich halte mich da nicht so an die Regeln der offiziellen Schminkkunst, ehrlich gesagt. Da heißt es ja, das muss dahin und die Farbe muss sein. Und das Lustige ist, dass hier in dieser Palette halt auch immer Sachen, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, da stehen halt immer Sachen drin. Zum Beispiel Definer oder Bronzer, Brow Bone. Und ich weiß gar nicht, was bei dem anderen drauf steht. Keine Ahnung. Da wird vorgegeben, wofür man das benutzen sollte. Und dann habe ich mal eine der Farben wirklich für das benutzt, was da drauf stand. Und das war ja eine Katastrophe. Also das hat ja überhaupt gar nicht mit meinem Gesicht gepasst. Und deswegen wundert euch übrigens nicht, dass es unterschiedlich ist. Also nicht symmetrisch. Ich blende das gleich noch alles weg. Ich hasse das, wenn das ganz unterschiedlich aussieht, aber ich kann es halt auch einfach nicht so schön. Genau, so sieht das jetzt aus. Schon mal ein bisschen dunkler. Ich habe hier irgendwo ein Blendy. Und ich blende das mal von außen. Also ich fange mal hier an und dann verblende ich das halt so nach innen ein bisschen, beziehungsweise hier nach oben. Genau, so mache ich das. Damit ist schon mal, sind schon mal die harten Kanten, die ich da gerade reingezaubert habe, sind schon mal weg. So sieht das aus im Moment. Kann man natürlich nicht so geil erkennen. Und dann wollte ich schnappe mir mal hier so einen anderen Pinsel, diese obere Farbe hier nehmen, dieses hier,
Das ist hoch. Upsala. Da ist noch ein Pinsel drin gewesen, der ist gerade rausgefallen. Damit wollte ich ein bisschen hier in den Augeninnenwinkel gehen. Und von da streiche ich das einfach so ein bisschen nach außen. Einfach nur ein kleines bisschen, um einen kleinen Effekt zu haben. Das, ja. Mache ich aber auch nicht immer, ehrlich gesagt. Das mache ich jetzt einfach mal so frei nach Schnauze. So. Ist auch fast ein bisschen viel. Aber dadurch wird das Ganze ein bisschen heller. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Genau. Und dann wollte ich aber nochmal den etwas dunkleren Ton nehmen, also diesen hier. Ganz wenig nur. Am Ende und dann ein bisschen hoch, um so einen kleinen Smokey-Eye-Effekt zu kriegen. Bei meinem Auge ist das gleich mal ein großer. Ich sehe ein bisschen aus, als wenn ich was draufgekriegt hätte. Aber, ups, falsche Farbe. Genau. Ich habe gedacht, wenn wir schön essen gehen in einem schönen Restaurant, dann kann man auch mal eine kleine Farbe am Auge haben. Hoch. Ja, so sieht's aus. Ich habe übrigens hier, also dieser andere Pinsel und dieser Verblendepinsel, das sind irgendwelche No-Name-Pinsel, die ich mal im Set entweder mir gekauft habe oder geschenkt bekommen habe. Also nichts Besonderes. So, das war's für mich auch schon an dieser Stelle. Dann habe ich hier mein... Oh, ich habe keine Ahnung. Der war, glaube ich, mal von P2. Das ist so ein Kajalstift. Da stand mal was drauf, aber jetzt steht halt nichts mehr drauf. Damit gehe ich immer auf den unteren Wimpernkranz. Beziehungsweise auf die untere Wasserlinie-Dings. Und mal mir da was an. Das macht man wahrscheinlich seit den 90ern nicht mehr, aber ich mache es immer noch bei meinen Augen, weil ich es super gerne mag und weil das am wenigsten verschmiert. Alles andere, was ich da irgendwo hinmale, mit egal was für eine Make-up, was für eine Schminke, hält mir nicht lange genug und das hält perfekt. Und jetzt ist das Ganze halt ein bisschen dunkler, ne? Und ja, das finde ich gut. So, dann habe ich kein Mascara. Als Mascara habe ich von L'Oreal den Paradise Ecstatic Mascara. Da habe ich auch noch irgendwo die Verpackung rumfliegen. Der kam in so einer Verpackung, den hatte ich im Adventskalender. Der ist okay. Also ich benutze ihn jetzt die ganze Zeit schon. Das ist halt super eklig, weil das hier alles so, das seht ihr da ja, so komisch verklumpt. Und ich hatte schon deutlich bessere Mascaras und habe auch deutlich bessere im Moment im Schrank. Aber ich möchte ihn jetzt aufbrauchen. Ich möchte, dass das mit ihm und mir endlich ein Ende hat. Und ja. Ich fühle mich immer total affig, wenn ich Mascara benutze und dabei mich filme. Weil ich halt gucke wie so ein Vollhonk. Und da ist auch einfach nicht so viel Farbabgabe. Da passiert nichts an meinem Auge. Also, das ist ein Scherz, dieser Mascara. Ich habe jetzt gerade erst wieder ein Video gesehen. Nee, aber was ist ein Video? Ich glaube, eine Insta-Story war es. Eine Insta-Story gesehen, wo mir jemand... nicht mir. Wo jemand was erzählt hat über den Mascara. Und das war, glaube ich, von Essence einer. Ich glaube, der ist rosa und hat so einen schwarzen Deckel. Ich weiß aber nicht, wie der heißt. Ich habe ja auch Wattestäbchen, falls mal ein kleines Upsala passiert. Hier zum Beispiel. Naja, auf jeden Fall ist dieser Mascara von Essence einfach total toll gewesen. Ist aber bei mir auch alle. Oder schon vertrocknet oder wie auch immer. Und deswegen, ja, muss ich auch mal andere benutzen. Ich probiere mich da auch ja immer gerne durch. Ich habe mir neulich auch einen gekauft, den kann ich euch mal eben zeigen. Das war ja auch ein Scherz. Von Essence den Volume Hero Mascara Waterproof. Dieser blaue hier. Das hat ja auch nicht funktioniert. Also zumindest nicht so, wie ich das gerne gehabt hätte. So. Ja, sieht nicht so geil aus, aber das wird reichen. Dann habe ich von Rival de Lubiang den Mono Rouge in der Farbe 04 Rosewood. Ist auch schon hier ein bisschen Hit the Pan. Ich habe hier so ein No-Name-Pinselchen. Und schmiere mir das hier einfach irgendwo hin. Ich mache das immer so ein bisschen in kreisenden Bewegungen. Hier ist natürlich das jetzt ein bisschen eskaliert.
versuche ich das noch ein bisschen zu verstreichen. Und das Problem ist leider, dass ich ja meinem Gesicht ein kleines Rötungsproblem habe, sodass man das nicht so gut erkennt, weil hier ist es jetzt überall rot, obwohl ich nur da das Rot schon gemacht habe. Und tut einfach so, als wenn das hübsch wäre. Ja, da müsst ihr euch jetzt mal mit anfreunden. Die Augenbrauen. Also ich habe nicht so ein großes Problem mit meinen Augenbrauen. Ich finde die okay. Die sehen halt nicht super künstlich aus, was ich nicht schlimm finde. Aber ich nehme halt trotzdem gerne aus dieser W7 in the Buff Palette diesen 510 Farbton von links. Dieses hier. Und habe hier so einen angeschrägten Pinsel. Keine Ahnung, ob der dafür ist, aber ich mache das. Ich benutze es dafür. Und gehe halt da rein und male mir halt dann damit so ein bisschen die Augenbrauen an. Es ist eigentlich eine Lidschattenpalette. Aber mein Gott, wenn andere Menschen Lippenstift oder so sich als Rouge irgendwo hinschmieren, dann kann ich ja auch Lidschatten mir auf die Augenbrauen schmieren. Das ist ja gar kein Problem. Das sehe ich nicht so. So, jetzt ist da was Dunkles. Ich weiß noch nicht genau, was ich auf die Lippen mache, ehrlich gesagt. Ich glaube, so lange, bis ich da was drauf mache, mache ich da erstmal meinen Lip Scrub drauf. Das ist von Alverde. Sweet Berry. So. Das darf da noch einen kleinen Augenblick drauf bleiben. Und dann schmiere ich mir da was drauf. Ich glaube, ich mache aber was Unauffälliges. Ohne Glitzer und so. Und ja, meine Haare weiß ich, wie gesagt, noch nicht, ob ich da was mit mache, weil das draußen echt, glaube ich, richtig doof aussieht und es soll doofes Wetter werden. Und ich habe keine Lust, mir jetzt voll Mühe zu geben und dann ist alles für ein Mors. Von daher, ja, bleibe ich, glaube ich, einfach so. Ich ziehe mir ein schönes Kleidchen an und ja, dann wünsche ich euch allen einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal auch schon wieder. Bis dann, tschüsschen!